Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Windows 11 installieren oder aktualisieren können. Wie installiert man ein Betriebssystem ohne TPM-Modul und wie installiert man ein Betriebssystem ohne Secure Boot-Prüfung? Was ist zu tun, wenn das Installationsprogramm eine Meldung anzeigt, dass der Computer die Mindestanforderungen nicht erfüllt? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der erste Boot von Windows 11 steht für Teilnehmer des Windows Insider Preview Programms bereits zur Installation bereit. Die meisten Computer erfüllen jedoch nicht die Mindestanforderungen für die Installation dieses Betriebssystems, da sie kein TPM besitzen. Dieses Modul wird verwendet, um Daten zu verschlüsseln, der Benutzer zu identifizieren, Programme vor Änderungen zu schützen, Hardware von Viren schützen und so weiter. Wahrscheinlich wird diese Funktion in Windows 11 verwendet, um die Festplatte des Computers zu verschlüsseln, die sie dabei hilft, Daten von einem unbefugten Zugriff zu schützen. Wenn Sie planen, Windows 11 auf Ihrem Computer zu installieren, sollten Sie dies berücksichtigen. Der Versuch, Windows 11 auf einem Computer ohne TPM 2.0 zu installieren, führt zu folgender Fehlermeldung. Dieser Computer kann Windows 11 nicht ausführen. Wenn Sie diesen Fehler erhalten, machen Sie sich keine Sorgen. Ich zeige Ihnen, wie Sie ihn umgehen, um die TPM und Secure Boot Prüfungen deaktivieren können. Beginnen wir mit dem einfachsten Weg. Für die erste Methode benötigen wir nur ein ICO-Image von Windows 11. Wir deaktivieren das TPM und die Bootsicherheitsprüfungen in der Registrierung, bevor wir das Betriebssystem aus der Vorinstallationsumgebung installieren. Eine moderne Version von Windows lädt eine minimale Version des Betriebssystems, die sogenannte Windows vor der Installationsumgebung. Der benötigte Satz von Treibern wird geladen und das Hauptinstallationsprogramm wird gestartet. An diesem Schritt des Installationsprogramms können Sie die Registrierung bearbeiten, damit das Installationsprogramm keine TPM und Sicherheitsüberprüfung durchführt. Sie können dies auf folgende Weise tun. Die Installation wird an einen leeren Datenträger durchgeführt. Es wird nicht schwierig sein, ein ICO-Image dieses Betriebssystems im World Wide Web zu finden. Und wie man einen bootfähigen USB-Stick mit Windows 11 erstellt, sehen Sie am Beispiel von Windows 10. Der Prozess unterscheidet sich nur in der Image-Datei. Ich werde einen Link zum Video in der Beschreibung hinterlassen. Nachdem Sie einen bootfähigen USB-Flash-Laufwerk erstellt haben, müssen Sie die REG-Datei darauf kopieren, wodurch die TPM-Prüfung deaktiviert wird. Um es zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann auf Textdokument erstellen. Geben Sie ihm einen beliebigen Namen. Und öffnen Sie es. Geben Sie den folgenden Code ein. Diese REG-Datei fügt der Registrierungsschlüssel hinzu, die für das Bestehen der TPM 2.0 und Secure Boot Überprüfung verantwortlich sind. Anschließend können Sie wie gewohnt mit der Installation von Windows 11 fortfahren. Speichern Sie das Dokument und ändern Sie dann die Erweiterung von TCN in REG. Wenn Sie die Anzeige von Datenerweiterung deaktiviert haben, öffnen Sie den Explorer, gehen Sie auf die Registerkarteansicht und aktivieren Sie das Kontrollkettchen neben Dateimanager Erweiterungen. Dann werden diese angezeigt. Die neu erstellte REG-Datei muss mit Windows auf einen USB-Stick kopiert werden. Sie können sie direkt in das
Stammverzeichnis kopieren. Nachdem Sie an dieser Stelle von Installation USB-Stick geboten haben, drücken Sie Umschalt plus F10, um die Kommandozeile zu starten. Nun müssen Sie Notepad ausführen. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus: Notepad. Dadurch wird das Programmfenster geöffnet. Klicken Sie auf Datei, Öffnen, wählen Sie in der Dateitypenanzeige alle Dateien und geben Sie dann den Pfad zur REC-Datei auf dem USB-Laufwerk an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Macre. Klicken Sie im Warnfenster auf Ja und OK. Schließen Sie dann das Notepad-Fenster und das Kommandozeilenfenster und fahren Sie mit der Installation fort. Sie können diesen Vorgang auch manuell ohne REC-Datei durchführen. Führen Sie die Registrierung in der Befehlszeile anstelle von Notepad aus, indem Sie den Befehl regedit ausführen. Geben Sie zu folgendem Pfad. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Ordner Setup, Partition erstellen, geben Sie Ihren Namen labconfig. Gehen Sie zu diesem Abschnitt und klicken Sie auf der rechten Seite des Fensters in der rechten Maustaste auf Voltparameter erstellen und ändern Sie den Namen in Bypass TPM Check. Öffnen Sie es und setzen Sie den Wert auf 1. OK. Erstellen Sie einen zweiten Parameter, Secure Boot Check. Und ändern Sie den Wert auf 1. Okay. Schließen Sie dann die Registrierung und fahren Sie mit der Installation fort. Klicken Sie auf Weiter, jetzt installieren. Der Installationsvorgang unterscheidet sich nicht von der Installation von Windows 10. Hier müssen Sie den Registrierungsschlüssel eingeben. Wenn Sie keinen haben, klicken Sie auf I don't have a product key, wählen Sie die Betriebssystemversion Weiter. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Wählen Sie im nächsten Fenster Installieren. Wählen Sie das Festplatte aus, auf der das Betriebssystem installiert werden soll, und klicken Sie auf Weiter. Danach beginnt die Installation. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und starten Sie das System neu. Der nächste Schritt besteht darin, Einstellungen vorzunehmen und die Installation abzuschließen. Wählen Sie die Region, das Land, die bevorzugte Tastaturbelegung gegeben werden, Sie weiter auffordert, zusätzliche Parameter hinzufügen. Und warten Sie dann, bis das System nach Update sucht. Wählen Sie als nächstes, wie Sie das Gerät konfigurieren möchten, für den persönlichen Gebrauch oder einen Computer für die Arbeit oder das Studium. Wenn Sie ein Microsoft-Konto haben, wählen Sie sich an, falls Sie kein erstellen können. Oder wählen Sie die Anmeldeoption unten, Offline-Konto. Überspringen, geben Sie dann Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Weiter. Als nächstes schließt das System das Setup ab und bootet dann. Damit ist der Windows-Installationsvorgang abgeschlossen. Wenn Sie versuchen, von einem installierten Windows 10 auf Windows 11 zu aktualisieren und eine Inkompatibilitätsmeldung erhalten, müssen Sie in diesem Fall die Datei im ICO Image ersetzen. Für den Austausch benötigen Sie ein Windows 10 Image. Öffnen Sie den notwendigen Windows 11 Stick, den Sie zuvor erstellt haben, und gehen Sie in den Ordner Source. Öffnen Sie denselben Ordner in Windows 10 Abbild in einem anderen Fenster.
öffnen Sie denselben Ordner im Windows 10 Abbild in einem anderen Fenster. Kopieren Sie die DLL-Datei mit diesem Namen, Abreis.dll in den Source-Ordner von Windows 11 und ersetzen Sie damit die vorhandene Datei. Führen Sie nach dem Austausch Setup XI aus und aktualisieren Sie Windows auf die neue Version. Wenn Sie dies richtig gemacht haben, sollten das Upgrade auf Windows 11 ohne Prüfung auf DPM 2.0 und Secure Boot durchgeführt werden. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.